Hi Schatz. Hallo Melik, servus. Hallo. Ach, ich habe die hübschesten Männer und die besten Musiker hier ever. Ever. Sie räumt gerade mal wieder richtig ab. 3 Stunden bis zum Auftritt. Ausverkauft. Wie jeden Abend seit fast einem Jahr. Sie könnte eine Diva sein. Wenn im Zelt der Mücke und der Hummel dich verjucke. Aber sie hasst Allüren. Ich bin ja ein Kind vom Rhein. Ich kann alle Lieder aus Tasnacht oder Karneval oder... Eine Künstlerin mit Herz und Bodenhaftung. Manchmal kann sie es selbst kaum glauben. Ihre Lieder prägen mehr als ein halbes Jahrhundert deutsche Musikgeschichte. Eine Karriere, wie sie die heutige Musikwelt wohl nie wieder hervorbringen wird. Die First Lady des deutschen Schlagers, Mary Rose. Sie ist eine der Großen des Südwestens, internationale Entertainerin, Schlagerstar und Königin des dauerhaften Erfolges. Tokio, Rio, Paris. Mary Rose ist Vollprofi, zu diszipliniert, um über ihre Flugangst zu sprechen. Immer pflichtbewusst, auf den Punkt, weiß man in der Szene. Immer sanft und unpolitisch, vermuten die Fans der frühen Schlager. Aber im Angesicht einer Batterie von Automaten am Check-in ist Schluss mit ihrer Sanftheit. Ich finde das unmöglich. Und vor allen Dingen Arbeitsplätze, das ist das Problem. Ja, es wird ja alles nur noch... Ich würde jetzt auf die Barrikaden gehen, wenn ich hier bei der Lufthansa wäre. Das ist wieder was für mich. Wisst ihr, da wäre ich wieder... Da werde ich jetzt wieder nach vorne gehen und sagen, Mensch, Leute, ihr müsst euch doch wehren dagegen. Voller Temperament hieft sie ihren Koffer aufs automatische Band. Es schert sie nicht, dass für ganze Generationen Schlagersängerin Mary Rose in einer anderen Schublade steckt. Sie befreit sich aus Schubladen und die eigene Flugangst bekämpft sie offensiv, am Fallschirm. Ich habe hinterher die Bilder gesehen, weil die haben immer einen Kameramann dabei, der das Elend dann auch noch filmt. Und dann wackelt alles, das ganze Gesicht. Also man sieht aus wie Oma Schabulke, ganz furchtbar. Aber ich war so stolz, dass ich das gemacht habe und ich hatte wirklich keinerlei Angst. Das war also noch ein Mädchen mit da drin, die ist nicht gesprungen. Ich wollte das mein ganzes, ich habe gedacht, das ist die letzte Chance, entweder jetzt oder nie. Und dann habe ich mich für jetzt entschieden. Aus der Cessna in den freien Fall. In 4000 Metern Höhe mit dem Tandemmaster Jörg Federick von 0 auf 200. Ha, ha, ha. Herrlich! Ich habe gedacht, dass ich Angst habe. Und ich habe auch gedacht, dass ich schon im Flieger Angst hatte. Aber ich hatte überhaupt keine Angst. Und das ist für mich die schönste Erkenntnis. Es kann mir ja nichts mehr passieren. Ich bin ja sogar schon mal vom Himmel gefallen. Ja, genau. Du bist ja gerade eben da oben. Und 4 Kilometer. Ich glaube, wenn man jung ist, hat man viel Ängste. Und wenn man älter wird, ist das Positive, dass man nicht mehr so viele Ängste hat. Ja. Kaum jemand ist sich selbst so treu geblieben wie sie. Kaum jemandem dankt es das Publikum so. Dem Star, der sie mit diesem Tag geworden ist, im März 1972. Man kann sagen, dass sie im Augenblick 400 Millionen Zuschauer haben und Ihnen allen erbieten wir einen herzlichen Gruß aus Edinburgh. It is time for us to hear the first song in the Eurovision Song Contest of 1972. Millionen Zuschauer, erwartungsvoll,
auch an deutschen Fernsehapparaten. Durch Mary Rose, ein ungünstiger Platz, der erste. Ich hoffe, dass er durch die Qualitäten der Interpretin aufgewogen wird. Hier ist Mary Rose, das Kleid ist schwarz-weiß. Angetreten als Außenseiterin. Die Interpretin stark, das Lied naja, munkelten Fachkreise. Doch Mary Rose macht den Titel in Minuten zum Evergreen und sich selbst zum internationalen Star. Ja, wenn ich das Lied nicht hätte, wäre ich ja gar nicht mehr da. Es gibt ja Lieder von mir, da wäre ich, ohne diese Lieder wäre ich gar nicht mehr da. Also man muss das, viele Kollegen sagen, nee, singe ich nicht den alten Kram, ne? Ich finde das verkehrt, weil das ist ja deine Vita. Und wie sehr die Leute sich freuen, wenn sie diese alten Sachen hören, ich singe die immer. Ich finde das wichtig, ja. Manche mag sie nicht. Mehrere. Darf ich dich ankauen? Warum? Ja, weil wir gucken wollen. Das liegt, ja, das liegt genau. Nicht an den Technik. Tonprobleme. Es ist die Pause ihres aktuellen Programms. 44 Jahre nach Nur die Liebe lässt uns leben, erntet Mary Rose volle Säle und die rückhaltlose Zuneigung der Schlagernation. Na, macht's euch denn Spaß? Hä? So einen ganzen Tag so eine alte Frau zu filmen, macht euch das Spaß? Ja? Auf Promotion-Tour im schottischen Edinburgh ist sie schon erfolgreich. Doch der Grand Prix ist damals das Wimbledon der Musik, die Formel 1 des Showbiz. Mary Rose, und ich hoffe, die Jury merkt sich ein bisschen die heutige Nummer 1. Und wir halten Mary den Daumen für ihren Auftritt im Olympia in wenigen Tagen. Der überraschende dritte Platz. Für Mary der Durchbruch. Ja, das hatte deswegen einen Wert, weil ich bin, nachdem ich diesen dritten Platz gemacht habe, 72, bin ich direkt nach Frankreich gegangen. Und bin dort im Olympia aufgetreten. Und die meisten Leute kannten mich dadurch. Das war schon mal sehr gut. Und ich habe ja dort auch Theater gespielt und Filme gemacht. Und für mich war die französische Zeit vielleicht die Zeit, die mich am meisten geprägt hat. Die frühen 70er Jahre. Musik wird politisch. Der Siegeszug des Pop vereint die junge Generation. Wer Englisch singt, will die Welt verändern. Deutsche Schlager sind was für bürgerliche Spießer. Die Interpreten, genauso kess, genauso jung wie ihre internationalen Kollegen, müssen mit den Klischees klarkommen. Ich meine, ich hatte es in Deutschland wahnsinnig schwer. Vom Aussehen her und auch von den Titeln, die ich teilweise gesungen habe. In Deutschland ist es so, ein Sänger macht eine Platte, kommt in die nächste Sendung und du weißt ja gar nicht, was er sagen soll, was er anfangen soll mit seinen Händen oder er ist unsicher, er ist nervös. Und dann heißt es gleich wieder, um Gottes Willen, was soll das? Und ich finde, das ist eine Gemeinheit im Grunde genommen. Obwohl man Marys Lied kaum Chancen gab, setzte man auf sie als Interpretin. Denn sie hatte sich nach Edinburgh einen Lehrer mitgebracht, Sami Molcho, prominenter israelischer Pantomime, der ihr Gestik und Auftreten einpauken sollte. Das nächste Ziel der gemeinsamen Arbeit, Auftritt im Pariser Olympia. Es hat sehr viele Fortschritte, weil schon ist die Bewegung, die Handführung, die Augen, der Kopf, das Dasein auf der Bühne viel bewusster bei Mary. Und ich bin sehr froh, dass Mary eigentlich als Erste mit selbstkritisch gefunden hat, dass sie muss arbeiten. Ein strahlendes Lächeln. Gerne. Sami Molcho hat gesagt, deine Körpersprache ist eine unbewusste für Menschen. Ja, war auch wirklich sehr klug, was er gemacht hat. Also er hat zum Beispiel, es war ja so, ich bin ja sehr gut erzogen worden. Ne? Und ich habe meine Arme nie mehr als so gehabt. Nie. Also immer nur halb hoch. Da sagt er, warum? Dann habe ich gesagt, das ist eine gute Frage. Und dann sagt er, ich möchte, dass du die Arme nach oben reißt. Ja, er hat mir gezeigt, was eine Körpersprache ist, wie man sich verbeugt alleine. Ist heute vielleicht nicht mehr so wichtig, aber damals waren das gute Tipps. Mary Rose holt sich Rat von den Besten jener Zeit. Also Katharina Valente, die war Italienerin in Frankreich. Und das war ganz schön, weil sie ist so eigentlich meine Mentorin gewesen.
die hinter mir gestanden hat, wie eine Eins, die immer für mich da war und auch in jedem Interview gesagt hat, also das ist eine, die kann man international schicken und das war natürlich toll. J'ai quatre chats, un gros chien et deux poissons, une tortue, deux oiseaux, un hérisson. Mais je voudrais compléter ma collection. Ein ausgeprägtes akustisches Gedächtnis ermöglicht ihr, in Japanisch oder Französisch zu singen und zu spielen, auch wenn sie die Sprache nicht gelernt hat. Comme un chat toujours câlin, on s'aimerait comme deux petits tourtereaux, on serait heureux. Das Chanson als anspruchsvolle Alternative zum damals so braven deutschen Schlager. Ich wollte ja auch gar nicht die Hitparade machen. Ich war ja zu Hörern berufen. Ich wollte ja Chansonette werden, als ich anfing. Ne? Bis ich gemerkt habe, dass das ja auch ein sehr einsamer Beruf ist, Chansonette zu sein. In Deutschland verdient sie mit Erfolgen wie dem Top-Ten-Hit Arizona Man eine Synthesizer-Revolution vom Star-Komponist Giorgio Moroder. Sie sind jetzt 21, ja. Und Sie sind bereits dabei, Ihren Stil zu ändern. In welcher Richtung? Ich habe ihn immer geändert. Ich habe immer versucht, irgendwas zu machen. Und wenn mir persönlich was gefallen hat, wurde es garantiert ein Misserfolg. Und immer diese Lieder, die mir nicht so gut gefallen haben, die wurden dann gut verkaufte Titel meist. Das französische Chanson ist ihre heimliche Liebe, aber gerade Mary Rose ist der lebende Beweis dafür, dass der deutsche Schlager trotzdem lebt. Selbstfindung zwischen ihr zu seichten Kassenschlagern daheim und gesanglichen Herzensangelegenheiten. Sie schafft es als einzige Deutsche ins Pariser Olympia. Die Music Hall Frankreichs, drei Wochen ausverkauft. Fernsehauftritte. Die haben ja auch immer gesagt, das muss ein Gag sein, dass Mary Rose eine Deutsche ist. Das kann nicht sein, weil ich habe ohne Akzent gesungen. Und dann habe ich Theater gespielt und habe auch die weibliche Hauptrolle gespielt und da konnte überhaupt kein Französisch. Also alleine das schon. Wahrscheinlich habe ich immer früher gesagt, ach ja, mache ich, ja kann ich. Ich weiß es nicht. Bis heute ist sie stolz auf die harte Schule als Kinderstar aus Bingen, der mit Disziplin und permanenter Überprüfung der eigenen Leistung nach oben kam. Ja, der ist tiefer als der nächste. Ja, gut. Das untere Tor ein bisschen. Eine Bühne ist ja eigentlich auch so im Probezustand, ist das ja was ganz Kaltes. Ne? Und man muss ja auch erstmal lernen, so eine Bühne auch zu füllen. Weil heute ist alles so schnell. Ne? Man hat einen Erfolg und man ist praktisch ein Star. Und früher konnten wir ganz langsam das machen. Wir konnten ja alles lernen. Wir haben Tourneen gemacht, die dauerten 2-3 Monate. Man muss so eine Selbstverständlichkeit bekommen, als ob das so das Zuhause ist. Und für mich ist das ja auch ein Zuhause. Ne? Wenn ich morgen so aufstehe, dann sage ich schon mal danke, dass es mir so gut geht, dass ich das machen darf, was ich liebe. Das ist schön. Jetzt haut sie auf die Pauke. Zusammen mit Kabarettist Wolfgang Trepper. Ein Kassenschlager. Ein guter Bekannter von mir, Stammkunde von uns, der ist bei jeder Show von denen und der schwärmt total. Die Mary Rose habe ich eher für seriös gehalten, um nicht zu sagen spießig. Und von daher war ich da wahnsinnig beeindruckt von. Spießig? Mary wird auch an diesem Abend nicht vor Selbstironie zurückschrecken. Im Internet posten die Fans Videos. Mit dem Schlager durch die Jahrzehnte oder eine bösartig witzige Generalabrechnung mit der eigenen Jugend. Die Verwandtschaft aus dem hessischen Braunfels ist da. Jedes gute Lokal in Deutschland. Marys Show, Nutten, Koks und frische Erdbeeren, schockt hier niemanden. Auch nicht ihr berüchtigter Bühnenpartner, der Trepper.
Diese Promis, diese Rätsel waren so einfach. Wenn der zweite Teil freigedeckt wurde, wusste jeder von den 25 Millionen Gewohnheitsalkoholikern zu Hause und von den 700 inzestiös verseuchten Idioten in Unterföhring im Live-Studio, was das ist. Und dann hat sich irgendeiner der Kandidaten erbarmt und hat auf den Knopf gedrückt. Damals hieß es dann noch Knopf, nicht Buzzer. Bitte schön. Jetzt müssen wir nochmal hin. Etwa in der Tonlage beschimpft Kabarettisten-Schlappnolltrepper alle, besonders Mary. Was sagt denn der? Man kriegt Schnappatmung. Die Leute kriegen die ersten 10 Minuten Schnappatmung. Bis auf Christina, die hat herzlich gelacht, von vorne bis hinten. Die waren auch erstmal, die ersten 10 Minuten waren die Leute völlig, die wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Ne? Stimmt's? Das stimmt. Ja, Schatz, wollt ihr hier was essen? Ich will auch Der Verursacher der Schnappatmung weiß, was Mary Rose mit dem frechen Projekt riskiert hat. Selbstverständlich. Sagen Sie mir eine andere Sängerin mit dem Niveau, die so ein Programm spielen würde, außer Mary Rose. Das ist ja nicht ein bisschen Selbstironie, das ist ja triefende Selbstironie. Wer traut sich das und sagt, das halte ich aus, aber das halten auch meine Fans aus und mein Können erst recht. Die stellt sich ja hin und vermittelt das Gefühl, was stört die deutsche Eiche, wenn sich ein Schwein dran kratzt. 8:03. Da wird jetzt der Wolfgang sagen, die schwitzt schon wieder, die Alte. So. Die Alte ist noch harmlos. Wolfgang Trepper wird sich draußen auf der Bühne noch ganz anders durch die Unsäglichkeiten von 5 Jahrzehnten Schlager schimpfen. Jenes gnadenlose Geschäft, in dem Altwerden irgendwie tödlich ist. Es heißt ja nicht, wenn man jünger ist, dass man dann besser ist oder besser aussieht. Ich finde, es gibt so viele Beispiele, wo das genau nach hinten losgegangen ist. Und wo auch Kolleginnen von mir sagen, ach, hätte ich es doch nicht gemacht. Ja, und dann ist ja auch nicht ungefährlich. Aber wo kommt der Druck her? Nicht die Schlagerbranche, die ganze Branche ist brutal. Die Filmbranche ist, die Theaterleute. Und es ist ja heute ist ja die Jugend wichtig auch. Und vielleicht denken viele... Früher habe ich immer gedacht, oh Gott, meine rechte Seite ist besser als die linke. Oder ich vergesse es einfach total. Ich habe einfach Spaß am Leben. Es ist ganz einfach. Insofern, es gibt Tage, da sehe ich wirklich scheußlich auf. Und es gibt Tage, da finde ich mich richtig schön. Ja. Und so ist das. Und im Moment ist das hier so warm, dass ich jetzt leider einen Fächer brauche. Aber es ist mir nicht unangenehm, das Thema. Können wir ruhig weiterreden, ne? Also so ist es nicht. Sie ist 67 und mittendrin. Ja, schön auf die Einlagen, ne? Ich habe doch zu große Schuhe gekauft, weil ich die so schön fand. Aber meine Füße waren zu klein dafür. Da habe ich überall so schon Einlagen reingemacht. Aber sie glitzern schön, ne? So, Leute, beginnt gleich der Ernst des Lebens, ne? Wo ist denn der alte Trepper? Der sitzt noch bei der Tür zu. Da ist noch Frieden. Oh, dann machen wir die Truppen nicht mal lang. Ich will dir doch Glück wünschen, Schatz. Bist du nackt? Bitte, hier kannst reinkommen. Nee, ich bin ja nicht allein. Sollen dich die anderen nackt sehen? Nee, du bist ja gar nicht. Nein, ich will dir toi, toi, toi wünschen, mein Gott. Muss mich noch. Schatz, toi, toi, toi. Hoffentlich stehst du durch, ne? Böser Mann. Böser alter Mann. 2 Stunden muss man aussagen, dann kannst du. Was? Ja, aber bis dahin, bis zur Pause. Danach brauchen wir das Eintrittsgeld nicht zurückgeben. Ist das so? Ja, ist das wahr? Ja. Ach so, und vor der Pause, deswegen freue ich mich immer so, wenn der zweite Teil anfängt und du rauskommst. Der fragt ja tatsächlich, ob Leute gegangen sind. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Ah, kein Mensch würde sich trauen, sowas zu fragen. Aber Herr Trepper meinte, es muss sein, ne? Komm mir doch mal bitte nach. Ja? Das System, er beleidigt alle, von Heck bis Berg, und beschimpft Mary, bis das Publikum vor Empörung kocht. Dieser Spacken. Aber ich liebe ihn. Er ist einfach großartig und frech und was weiß ich alles. So. Außerdem hat er die größere Garderobe, der alte Mann, der böse alte Mann. Haben die das denn jetzt mit dem Ton, haben die da irgendwas gemacht? Geplant war das Ganze für 5 Abende. 90 Shows später meldet Berlin 1600 Plätze ausverkauft. Aber wenn das wieder anfängt, Mary, dann lass mich das holen für dich. Das
sieht gescheiter aus, als wenn du dir das holst. Die Leute lieben den Klartext über unsinnige Fanhingabe und Schalala-Oberflächlichkeit. Ich muss hier doch abschließen. Kennen Sie irgendwas von Helene Fischer, wo man sagt, ach, das ist ja interessant. Die ist immer sauber, immer nett. Jan Böhmermann hat mal gesagt, das singende Sarodantuch. Da hat er recht. Da ist nichts. Andrea Berg zieht sich auffällige Klamotten an und meint, jetzt wäre sie aber ganz verrucht. Und wenn die dann ein Interview gibt, das ist so brav und bieder, da fällt so hinten rüber. Die würde nie mal was Kritisches sagen. Mary Rose, die schon 40 Jahre länger in den Herzen der Fans Platz hat, trifft mit der Generalabrechnung ins Schwarze und überlässt den bösen Blick Wolfgang Trepper. Und so ein Mikrofon! Und damit hast du vor dem Lautsprecher des Fernsehers gesessen und niemand im Wohnzimmer durfte husten oder was sagen. Und auf jedem dritten Lied ist die Stimme von meinem Vater, der sagt, nimmst du gerade auf, Junge? Ah, ah, furchtbar. Niemand bleibt von seinen Lästereien verschont. Und dann wurde der Fernseher eingeschaltet und gefühlt war das so. Jeden Samstag kam der blaue Bock. Mit Heinz Schenk. Meine Fresse doch. Beleidigen als Konzept. Es war meine Idee, das ist ja noch besser. Es war meine Idee. Ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, könnten Sie sich vorstellen, mit mir was zu machen? Er konnte. Und wie? Also, ich habe immer Spaß an Dingen, die neu sind für mich. Sonst wäre ich nicht mehr da. Frau Rose, wie lange wollen Sie das noch machen? Wie lange wollen Sie hier noch singen? Selbstironie prägt auch ihr Jazzalbum. Die moderne Rose passt in keine Schublade. Wird man nicht irgendwann zu alt? Als ich gehört habe, dass Till Brönner meine Fotos für das Cover machen will, war ich unglaublich stolz. Also ich habe Fotos von ihm gesehen und ich war begeistert. Von ihm als Musiker muss man nicht reden. Also er hat ja für mich auch dieses Lied Adrian geschrieben. Adrian, komm, guck mich bitte nicht zu. Selbstbewusst, selbstbestimmt. Du weißt doch, dass ich. Bis hin zur Farbgebung des Albumcovers und des Trailers ist sie ein echter Control-Freak. Deinen Mann, steh bitte auf und geh. Das stimmt. Aber das liegt auch daran, dass ich wirklich so viele Manager hatte, die alle nur mein Geld wollten und eigentlich denen war völlig wurscht, was ich sonst noch mache. Also, wenn eine Fernsehsendung kam, haben sie gesagt, mach die doch. Ob die jetzt gut oder schlecht war für mich, war völlig egal, weil dafür haben sie ja ihre Provision gekriegt. Und jetzt habe ich keine mehr, schon längere Zeit. Kein Manager, sondern eine wunderbare Sekretärin, die so den ganzen Schriftkram macht. Aber ich entscheide schon selbst, was ich tue. Und das ist wunderbar. Der eigene Navigator durch Untiefen der digitalen Unterhaltungswelt. Viel auf Reisen, oft alleine. Bitte schön. Mal wieder mein Zuhause. Nicht schlecht, ne? Schön, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt gerade im Bus, da war eine Band und der Manager und noch so. Und ich komme immer alleine und dann denken die Leute immer, sind Sie alleine? Ich sag ja. Und da ist das auf Reisen oft manchmal schon ein bisschen einsamer. Aber sobald ich irgendwie in ein Studio komme, ist es wieder zu Hause. Das ist ja sehr intim, was ich hier mache, ne? Vor allen Dingen, weil ich nicht so ordentlich bin. So, das Pferd. Mit dem Regisseur Pitt Weyrich hat sie schon vor Jahrzehnten zusammengearbeitet. Vorbereitungen für eine große Live-Sendung. 90% mit der Frau muss man nicht, aber ist klar. Die weiß automatisch, was richtig ist. Und dann müsste also nach dem Opening-Titel die 3 Uhr kommen. Mary Rose kann eines ihrer neuen Lieder singen. Der Text passt zur Zielgruppe des Senders. Jahrzehntelang oben. Sie hat das deswegen überstanden, weil sie nie Schlagergrütze gesungen hat, sondern hat immer irgendwelche Lieder mit irgendeinem Anspruch gehabt, wo sie auch andere Frauen berührt hat, die in dem gleichen Alter sind und so. Also sie trifft
die Menschen mit ihren Liedern. Und nicht, sie macht nicht irgendeinen Schlager, um Erfolg zu haben. Das ist einfach toll. Sie ist authentisch. Das ist der Grund. Und die sticht die Leute nicht, die verarscht die Leute nicht, die macht Musik und hat Spaß am Leben. Das ist Mary. Sonntagmorgen. Eine Wagenkolonne kriecht auf das Funkhausgelände. In den großen Wellenbewegungen hat es der Schlager seit Jahren wieder ganz nach oben geschafft. Grenzen zum Pop sind heute fließend. Ja, die Schweizer sind ja auch. Total. Ne? Wir haben einen Puls von 43. Jetzt rein. Völlig gechillt. Alte Definitionen von Musikgenres interessieren nicht mehr. Die User holen sich Songs, die sie mögen, aus dem Netz. Die Unterhaltungssendungen werden immer weniger, natürlich. Das ist schwierig geworden, seine Musik auch zu präsentieren. Das ist ja auch wichtig, ne? Hm. Ich meine, nehmen wir mal an, ein Song geht jetzt für so eine Soap, wird jetzt ausgesucht für eine Soap. Das heißt, das wird jeden Tag gesendet. Klar wird das ein Hit. Die Massen folgen den Massen. Das macht es den Künstlern nicht leicht. Da werden solche Shows für die Interpreten so kostbar. Finde ich eigentlich schön. Wo gibt es das sonst noch? Ne? Ja, welche Sendung? Wo gibt es noch, dass hier die ganze Familie kommt? Ne? Und heute ist DJ Bobo da und da tanzt natürlich der Bär. Und die tanzen auch. Auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten klemmt sich Mary Rose ein praktisches Spängchen ins Haar und beweist eine nur puderdünne Scham vor zu viel Einblick. Martin, wenn du zu nah gehst, ich krieg dich, ich finde dich überall. Ich sag's dir. Mary, wir lieben dich. Sympathie tobt aus dem Publikum. Mit 67 Jahren besteht sie neben Casting-Teenies und Retortenbands. Der Vollprofi mit Lampenfieber, das heute Nichte Christina umsorgt. Dass Platten und DVDs out sind, macht es leichtgewichtiger Konkurrenz wieder schwerer. Jetzt bedeutet das ja, dass viele Sänger auch auf Tour gehen müssen. Und da müssen die einfach auch singen können. Da kann man sich nicht mehr verstecken. Ne? Früher ging das, da hat man fast nur Vollplayback gemacht. Ganz früher, als ich angefangen habe, gab es ja noch Bands. Da hat man live gesungen. Und dann gab es ja immer Vollplayback. Das heißt, dass die Stimme schon drauf war. Und da konnte man das natürlich machen. Ne? Da fiel das ja auch nicht auf, dass die teilweise nicht singen konnten. Der Fernsehauftritt heute läuft auch in Vollplayback. Hier steht die aufwendige Bildtechnik im Vordergrund. Mary Rose dreht zwischen den Zuschauern, hält routiniert ihre Blickrichtung in die jeweils wichtige Kamera. Was die anderen sagen, die sollen sich mal nicht so. Damit der Auftritt im Fernsehen gut aussieht. Jeder Umschnitt sitzt. Ich bin ich. Und du bist. Mary Rose genießt das Bad in der Menge. Niemand merkt, dass die Sängerin innerlich grübelt, ob ihre Plattenversion zu wenig Schwung hat. Live-Gesang wäre ihr lieber gewesen. 3 Minuten, Optimum. Das erwartet sie von sich. Die ganze Industrie halte ich von denen, die es können, für einen unglaublich disziplinierten Laden. Es gibt ein paar Leute, da ziehe ich die Mütze vor. Die Fans halte ich manchmal für zu einfach gestrickt. Der Schlagerkritiker zielt darauf ab, dass Fans sich ihre Sänger oft so erträumen, wie deren Schlagertexte versprechen. Ich glaube, dass die Leute da, wenn sie merken, dass das nicht so ist, sehr böse werden können. Es ist ja ein Grund, warum es so einen Aufschrei gibt, wenn Roland Kaiser sich in Dresden auf eine Anti-Pegida-Demo hinstellt. Das hat er gemacht. Da ziehe ich den Hut vor. Den Arsch muss er erstmal in der Hose haben. Das muss er erstmal machen. Das hat ihn Tausende von Zuschauern gekostet bei seinen Konzerten da in Dresden. Die Gratwanderung zwischen Fremdbild und Freiheit. Ob Katy Perry, Mary Rose oder andere Künstler, alle erleben, wie die neue Multimedia-Welt Fans unberechenbar macht. Sie erleben aber auch, dass eine neue Nähe entsteht.
ob im Familienfernsehen oder nach ihren Bühnenshows. Mary Rose darf überall mit ehrlichen Begeisterungsstürmen rechnen. Wolfgang Trepper weiß warum. Sie kann mehr als die anderen. Und die Frau kennt überhaupt keinen Neid. Ich habe noch nie ein schlechtes Wort über eine Kollegin oder einen Kollegen von ihr gehört. Das, im Gegenteil, die freut sich, wenn die Erfolge haben und sagt, ist das nicht toll und guck mal hier. Das finde ich sehr, sehr außergewöhnlich. Autogrammstunde. Wie viele Kollegen sie auf ihrer aktuellen Comedy-Tournee besuchen, macht Mary Rose verlegen. Diesmal ist Markus da. Sie ist eine Art Barbara Streisand, also steht da vorne, so souverän, Frau und Lady, singt, hat auch diesen Humor, der das Ganze mitträgt. Das Publikum dankt es ihr mit großer Loyalität. Ich war ganz baff, als ich gelesen habe. In Hamburg bin ich an dem Schmitz-Tivoli vorbei und habe gesehen, das ist ja 18 Mal ausverkauft oder 19 Mal. Bin froh, dass ich heute eine Karte gekriegt habe. Die anderen schlafen noch. Mary hat sich zum Frühstück verabredet. Mit ihrer Schwester Marion und Nichte Christina. Das war normal. Ja, man ist ja damit groß geworden. Ja. Die singen und ich mache was anderes. Ja. Die singen nicht. Nein, die kranke Schwester. Das möchten sie wirklich nicht. Ich darf ja selbst Weihnachten noch nicht mal singen. Hat sie absolutes Gesangsverbot. Absolut. Das ist wie bei Asterix und Obelix, ne? Den sie da immer den Ruinen, den sie da an den Baum hängen. Ja. Vielen Dank auch für den Vergleich. Obelix heißt der, glaube ich. Es ist eine raue Herzlichkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Aber es ist auch eine große Liebe, das, was ich schön finde. Ich finde so Familie immer sehr schön. Am 9. Januar 1949 kommt Mary Rose als Rosemarie Schwab in Bingen am Rhein zur Welt. Sie wächst mit ihren drei Geschwistern im elterlichen Hotel auf, gewissermaßen die Grundlage für ihren Weg auf die Bühne. Die nächste Rheinfähre wird ihr zu Ehren Mary Rose getauft. In Bingen hat man die Sängerin, die seit drei Jahrzehnten in Hamburg lebt, nie richtig losgelassen. Und zwar nicht nur, weil Mary Rose neben dem Postboten aus der Schwarzwaldklinik die einzige Berühmtheit aus Bingen ist, sondern weil ihre Bekanntheit so symbolisch ist für den Aufschwung des Touristenstädtchens. Inzwischen wurde in dem Gebäude in Bingens Altstadt ein Jugendhaus untergebracht. In der Nachkriegszeit ist das Gasthaus zum Rolandseck beliebtes Ziel für erste Urlaubsreisende. Im Saal gibt es Veranstaltungen. Rosemaries Talent spricht sich schnell rum. Das ehrgeizige Mädchen weiß mit 7, sie will auf die Bühne. Mit 8 ist sie Stargast beim Sängerfest in Münster-Samsheim. Honorar? Eine Schachtel Pralinen. 50er Jahre. Bitte schön, dass ich mal hier das Dokument hier mal in die Kamera halten kann. Ne? Dieses Kleid war gelb, ich erinnere mich so genau. Gelb und wunderschön. Und das hat dann meine Schwester Tina bekommen. Ja. Bingens Stadtarchivar hat das Bild aufbewahrt. Neben Postkarten von damals, als sich die Hotels mit Gästeprogrammen überboten. Auch Familie Schwab in der Rheinstraße. Es ging rasant vorwärts und da wurde also sehr schnell wurde wieder aufgebaut. In der Schwab-Akte von Archivar Kossmann findet sich dieser Brief. Da fragt die 9-jährige Rosemarie einen Plattenkomponisten, ob er mit ihr eine Aufnahme einspielt. Nicht irgendeine. Sie hat genaue Vorstellungen. Schau, schau möchte ich gern zweistimmig selbst singen. Vom Kehrreim könnte bei der Wiederholung die erste Hälfte zweistimmig mit dem Mund gepfiffen werden. Das zweite Lied ist nur ein Notenentwurf, den Komponist Karl Götz noch vervollständigen möge. Oder Sie geben es zurück, dann macht es unser Freund fertig, wo Sie es so wie Sie es haben wollen. Sie erklären dem ganz klar, wie es läuft. Und der hat immerhin Lieder geschrieben wie Tanze mit mir in den Morgen oder geben Sie mal am Klavier noch ein Bier und sowas. Und ich war wohl mit 7 schon so weit, dass ich gesagt habe, aber bitte, bitte, so, ne? Ja. Voller Respekt, aber doch, ne? Mit vielen freundlichen Grüßen, lieber Herr Götz, auch von meinen Eltern und in der Hoffnung, dass sie mir meinen Wunsch erfüllen. Ich bin die kleine Jodel-Rosmarie, ich jodle abends. Wird er, gleich doppelt. Mit Jodel-Rosmarie als Polydor-Single, Komponist Karl Götz. Und mit einem Schlager für die Mainzer Fastnacht. In dem Schloss habe ich das erste Mal gesungen. Im Mainzer Schloss. Ja? Habe ich meine Karriere begonnen. Mhm. Die Dicken sind ja so gemütlich, hieß das erste Lied, was ich gesungen habe.
Sie steht im selben Jahr vor der Kamera. Und ich habe den Film erst gesehen mit 22, weil der nicht jugendfrei war. Heute tragen ihre Fans im Internet alte Filmschnipsel zusammen, die guten und die peinlichen. Ich war mal gerade 19 oder so, sah aber aus wie 45. Und? Fortsetzung folgt. So ist das jedes Mal, dann schließt das Tanz. Als andere von der Schule abgehen, hat sie schon ein Jahrzehnt Berufserfahrung. Inzwischen tourt sie ohne Privatlehrerin und ihre Internatszeit mit Höhere Töchterschule in Murnau ist vorbei. Ab jetzt heißt Karriere Platten. Schwungvoll, erzählerisch, manchmal mit Augenzwinkern. Auch wenn Augenzwinkern dem Kommentator 1969 völlig abgeht. Mary Rose hat übrigens vor kurzem eigene Chansons für eine Langspielplatte gesungen, in denen sie sich wirklich als sehr großes Talent erweist. Diese Platte wird bald auf dem Markt sein. Nun, Herr Moster, haben Ihre Weinkelchen auch schon schlagen? Ich erinnere mich eigentlich nicht so sehr gut. Also ich behaupte ja manchmal auch, dass ich diese Lieder nie gesungen habe, weil ich es schon wieder vergessen habe. Es sind einfach zu viele, ne? Mary Rose singt nun für Sie das Lied Wie der Wind. Woran sie sich gut erinnern kann, die vielen Schlagerwettbewerbe. Damals ein Muss auf dem Weg nach oben. Und oben ist ihr Ziel. Einmal entschieden für dich. Dafür nimmt sie den Wettkampfstress gerne in Kauf, trotz ausgeprägten Lampenfiebers, trotz Schüchternheit. Mary Rose, wie sie jetzt offiziell heißt, hat gerade mit der ersten Erfolgsplatte den Durchbruch. Und jeder Pluspunkt bringt sie bei den Fernsehzuschauern besser ins Bewusstsein, wissen auch ihre Berater. Sie wollten mir meine Nase operieren, sie wollten meine Zähne operieren, sie wollten alles mit mir machen, was ihnen nicht gefallen hat an mir, damals. Heute weiß ich nicht, ob das noch so ist, aber damals. Also ich war ja schon dadurch so verunsichert, dass ich dachte, mein Gott, ich muss ja aussehen, ne? Und ich habe es aber nie gemacht, obwohl ich sehr schüchtern war und immer dachte, na, die müssen es ja wissen. Ne? Heute wundert sie sich, wie viele Mädchen von der Blitzkarriere im Fernsehen träumen, ohne zu ahnen, wie viel Disziplin der Job verlangt. Sie brauchte Jahre, bis die erste Platte erfolgreich war. Verstehen Sie jetzt, was ich mit neuem Sound meinte? Das internationale Songfestival in Rio beschert ihr Zeitungsartikel in Bunte und Co. Ich war als französische Künstlerin da, nicht als deutsche. Und da war eine ganz lustige Begegnung. Das Lied hieß Viva. Ganz tolles Lied. Und ich habe mich immer gewundert, warum die im Vers applaudiert haben. Und wenn der Refrain kam, haben sie gebuht. Dachte ich, was ist denn jetzt los, ne? Und da war das so, Viva war ein Waschmittel und das andere Waschmittel hat diese Sendung, die wir gemacht haben, promotet. Das heißt, die haben dafür Geld gegeben. Und jedes Mal, wenn ich Viva gesungen habe, haben die gebuht. Und ich dachte, Hilfe, wo bin ich denn da? Aber das muss man auch erst mal kapieren, ne? Ich war völlig fertig danach, ne? Oder zum Beispiel in Frankreich hat man mich angesagt, ich hieß ja in Frankreich Marie Ross. Und ich komme raus, das erste Mal eine Fernsehsendung und alle lachen. Da habe ich gedacht, ist irgendwas auf? Ist Marie Rose war ein Entblausungsmittel. Und das ist mein Leben. Ich finde, ich habe so viele verrückte Sachen in meinem Leben erlebt. Die Diskografie von Mary Rose ergibt den Soundtrack zu einem Leben voller Höhen und Tiefen. 1969, erste Ehe mit Pierre Scardin, ihr Manager. Er bahnt den Weg nach Frankreich. Er ist es auch, der sie zum ersten Grand Prix begleitet, als sie vor ihrem größten Erfolg größten Schmerz durchlebt. Nur Tage vor Edinburgh verunglückt ihr Plattenproduzent Hermann Zentgraf.
das war mir ein sehr wichtiger Mensch. Hat mich auch getragen, also der, ja, weil es gibt in diesem Beruf nicht so viele Menschen, die es gut meinen mit dir. Also wenn du funktionierst und viel Platten verkaufst, schon. Aber du bist auch ganz schnell weg, wenn es eben nicht so funktioniert. Und der war immer da. Der Zentgraf hat gesagt, du, ich glaube so an dich. Und das war in meiner damaligen Lebensweise sehr, sehr wichtig. Und da war der Tod plötzlich. Das war ganz furchtbar. Das ist Tina Joch, die Elf. 1975 landet Marys jüngere Schwester Monika alias Tina York eine Nummer 1. Zweimal Schwab im Showgeschäft. Ich glaube, dass es für Tina viel schlimmer war als für mich. Weil ich war ja diejenige, die schon da war. Ne? Und das ist ganz furchtbar, wenn man eine Schwester hat und man, egal wo man hinkommt und die sagen immer, wie geht's Mary? Also ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Warum hat sie es gemacht? Weil sie es liebt. Sie liebt es, auf der Bühne zu stehen. Und sie ist sehr gut auf der Bühne. Du bist doch eine alte Showtante und Auftritte gewöhnt. Ja schon, aber ich bin doch das erste Mal bei dem berühmten... Ein Jahr später tritt Mary Rose als erste und einzige deutsche Sängerin bei den Muppets auf. Eine Auszeichnung. Wenn du jetzt sagst, dass da noch irgendwas drauf ist. Für die sie gerne das Computertablet richtig sauber wischt. Also wir stehen auf Brettern und die stehen unten. Wir haben immer über die Puppen gesprochen, ne? Also, hallo Mary, schön, dass wir dich sehen. Und dann haben wir immer die Puppen gezeigt, ne? Ja. Ich habe die Menschen eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe mich so auf die Puppen konzentriert. Vielleicht geht es mir schlecht, doch du wirst sehen, jetzt werde ich es drehen. 84, der zweite Anlauf zum Grand Prix. Sie gilt als Favoritin. Das Lied hat Hymnenqualitäten. Doch Mary verliert. Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Also alles andere wäre bestimmt eine Lüge. Aber ich finde, das ist jetzt passiert und morgen werde ich bestimmt auch schon ein bisschen fröhlicher gucken. Ja, ich habe es mir nachher angeguckt und ich war einfach zu. Ich war überhaupt nicht da. Da war eine sehr private Sache, die mich getroffen hat und da konnte ich nicht abschalten. Und das ist ausgerechnet in dieser Zeit passiert. Also möchte auch jetzt gar nicht mehr drüber reden, aber es war ganz furchtbar. Mary ist inzwischen in zweiter Ehe mit Werner Böhm verheiratet. Der Künstler, der als Gottlieb Wendehals berühmt wird, reißt sie mit auf eine Achterbahn des wilden Lebens. Das Gummihuhn war nicht das Problem, weil jeder muss ja selbst seine Sache machen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar noch mit den Anzug ausgesucht. Das hat mich eigentlich nie gestört. Andere Dinge. Der Vater des gemeinsamen Sohnes, Julian, hat es in jeglicher Hinsicht krachen lassen. Wenn man sehr viel Alkohol trinkt, dann ist man nicht mehr der Mensch, den man vorher war. Da habe ich erst mal mehr auch über diese Krankheit erfahren. Warum ein Mensch sich plötzlich so verändert. Aber der Mensch selbst, der trinkt, muss eben auch wollen. Der muss wollen, aufzuhören. Heute ist Julian der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Doch als ihre Familie damals auseinanderbrach, durchlebte Mary Rose ihre schlimmsten Jahre. Ich habe immer mal eine Runde geheult und habe mich sehr bemitleidet. Und dann bin ich in den Wald gegangen, dann habe ich ganz laut geschrien. Ich habe alle Bäume angeschrien und habe meinen ganzen Frust rausgelassen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt geht's ja wieder gut, jetzt fängst du wieder von vorne an. Und ich bin halt so eine, das ist meine Mutter. Ich sehe immer meine Mutter, immer mehr in mir. Das war auch so eine Stehauffrau, die hat so viele Katastrophen in ihrem Leben gemacht, dass die P. Werner mir jetzt ein Lied geschrieben hat, weil ich wollte mal etwas über diese Generation Frau singen. Der nächste Text, ob als Diva in großer Robe oder als selbstironische Entertainerin. Ihre Lieder fächern ein ganzes Leben auf. Das Leben der einzigen deutschen Chansonette, Mary Rose.